könnt mich mal alle. Aber wir warten jetzt noch. Alle drin? Okay, 3, 2, 1. Oh, mit Marco. René hat keinen Bock auf mich, dass du mir. Achso, ich habe einfach direkt auf Kopf geschmissen. Nee. Jetzt tut er, hat er gerade so getan, als ob er zweimal Zufall geklickt hat. Kann auch voll vergessen, dass ich das glaube. Marco, wie kann ich dir helfen? Was nimmst du? So, erstmal, was nehmen wir, ja? Ich unterstütze dich bei deinen Tätigkeiten. Das? Ich bin ja immer für den Manager, aber der hat eine Kackwaffe, da werde ich nur abgeballert. Ja. Gegen Daniel und René, da braucht man schon jemanden Starkes. Ich nehme einfach den hier. Oder, aber wer abfuckt, ist auch immer der hier, den die jetzt zweimal genommen haben, weil er mich so abgefuckt hat. Oder ich nehme den Fat Chairman. Halb verkleidet, halb Drucker. Ja, komm, den nehme ich. Der fette Stuhlmann, der Marc. Ja, gut. Schön irgendwo ein Gelddrucker positioniert. Hast du eine gute Waffe? Nee. Okay, dann nehme ich was mit einer guten Waffe. Was denn? Du warst ja schon die ganze Zeit auf Hornet. Ja, ich bin nicht so gern böse. Kann ich nicht. Bist du quasi der Jay. Ja. Nur, dass der es gar nicht macht. Ja. Wobei, irgendwie muss ich sagen, es ist irgendwie cool, wenn einer zumindest immer das Gleiche macht. Ja, also, was halt nicht cool ist als Polizist, ist halt die ganze Zeit oben auf dem Dach warten, weißt du? Ja. Das ist lame, aber also außer du bist allein gegen 3 Gegner oder 4 Gegner, dann alles in Ordnung. Aber ich versuche ja ein cooler Spieler zu sein. Hangelst du dich hoch? Nee, ne? Nee, der kannst neu laden, oder? Die Türen sieht aus. Ich guck erstmal keine Tür im Tresor. Ja. Bandit. Dann komm zu mir rüber. Nehm trotzdem das Gleiche. Und hoffe, die nehmen auch das Gleiche. Daniel hat sich wahrscheinlich hochgehangelt und hat mich gehört. Komm schon, Daniel, Dönerbank, komm schon. Ich höre keinen Hangel. Dreck. Ja, jetzt ist wieder gut. Mist. Oh. Einer ist auf dem Dach oben gewesen. Rotes Outfit. Dach kommt man schlecht hin. Ah, du kleines Schwein! Warst du das? Nein. Autsch. Wer ist das? Schießt du, oder? Nee, jemand anders schießt. Wer schießt denn da? Und wie oft und wo? Bei den Juweliers bestimmt. Na, wo sind die überhaupt? Ja, bei den Juweliers bestimmt. Okay. Kurz mal checken, welche Map das hier eigentlich ist. Ja. Ah, die haben Krypto auf jeden Fall. Die haben auf jeden Fall Krypto. Okay. Müssen wir dick deinstallieren. Gut, einer von den dreien ist böse. Einer von den zweien ist böse. Ich mach jetzt wieder am Movement klar, wer der böse ist. Oh, guck mal, wir haben 100.000 auch noch auszusehen. Ja, kann ich gleich ändern, wenn ich den Bösen gekillt habe. Guck mal, irgendwo ist noch ein Krypto. Habe ich anhand des Movements gesehen. Mach mal 80.000 wieder. Ja. Und Krypto, wo ist Krypto? Hier nicht, bei den ganz vielen PCs nicht.
Da hinten steht mein PC. Oh. Hier ist einer gewesen. Gelddrucker, bist du das? Nee. Oh, ich habe Angst bei den Diamanten. Doch, du hast doch einen Gelddrucker. Bin ich. Jemand hangelt sich. Ich hab Daniel, ich hab den Feuerleger. Gut, das war's. Jemand ist in irgendeinem Tresor, war klar. Jemand hat wahrscheinlich gerade die Kohle dabei. Ja. Jemand sniped? Oben auf dem. Na, ich mach Krypto aus. Jemand macht ständig hier wieder Krypto an. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich mach ständig wieder aus, weiß nicht, wer es ist. Warst du das? Nee, ne? Nein. Scheiße! War es 50-50 oder was? Ich dachte eigentlich, es wäre mehr. Nein! Mann! Ich hab den anderen gekillt! Scheiße. Irgendwo dort wurde geschossen. Oh, guck mal, die sind ja nur noch zu zweit. Ja. Sarah und René, okay. Krypto wieder aus. Das heißt. So, hast hier, du? Jetzt hat er auch hier den Krypto angemacht. So. René hatte wieder gehangelt, wahrscheinlich. Achso, René lebt ja noch, stimmt. René ja. Und Sarah. Ja, Sarah Krypto, René. Rennst du? Ja, ich renne. Okay. So, diesmal habe ich, jetzt habe ich alle aus. Ich renne weiter. Mein zweiter Gelddrucker. Achso, kann ich nur einen Gelddrucker machen? Ja, ich glaube schon. Ah, hier liegt Geld, ist okay. Ja, René wird ja jetzt irgendein Tresor ausräumen. Ich weiß nicht ganz, wo die ganzen Tresore sind, muss ich zugeben. Irgendeiner von denen hat Geld rausgeworfen. Ach, scheiße. Ja. Ist ja nicht schlimm. Ach, das Geld, Druckergeld. Ich hab gedacht, ich könnte zwei. Ja, vielleicht, wenn du jemanden killst. Hä? Er hangelt sich doch die ganze Zeit, die Sau, oder verarscht er mich damit? Oh, ich werde abgeschossen. Da, wo wir die ganze Zeit waren. Zwischen den zwei Gängen, wo die vielen Computer waren. Dreck. Schreib du wieder an. Ist die Person hingerannt? Haben sie das Geld genommen? Nee, es liegt. Musste er droppen, weil ich war zu schnell. Guck du mal draußen nach dem Geld. Immer zu diesem Safe. Okay, also nach dem Geld, was er rausgeschmissen hat. Ja. Ich war das. Das war ich. Okay. Und das Geld ist aber schon weg. Dann haben die das jetzt gerade weggeräumt. Ich sehe auch kein. Ich fiepe. Aber sie haben es. Geld ist zwar weg, aber sie haben es noch nicht abgegeben. An der Ecke. Doch, da liegt, Entschuldigung. Da liegt. Da hinten ist einer am blauen Auto.
Dort. Wo ist deine Markierung? Ach da, okay. Hab Renés Kniescheiben kaputt geschossen. Also laufen kann er nicht mehr. Hä? Okay. Achso, das heißt Krypto. Hab. Asozial. Oh. Ich glaube, ich habe keinen einzigen gekillt. Marco, du bist die ganze Zeit hin und her gelaufen. Ich stand die ganze Zeit da. Ich habe immer wieder Krypto angemacht. Aber 20 Kryptos ausgemacht habe ich. Ich bin immer hin und her. Genau. Ich bin genau entgegengesetzt zu dir gelaufen. Ja. Daniel, was hast du bei mir nicht verstanden? Ja. Der erste. Wo du einer von den dreien warst? Ja. Movement. Er hat mich nicht bewegt, gestanden. Eben. Du hast dich nicht bewegt. Ja, deswegen. Bei Kai musst du dich genau wie ein Bot bewegen. Genauso dumm. Ja. Ich glaube, so langsam habe ich es raus. Noch dümmer kriege ich nicht hin. Einfach im Kreis laufen, das können die ja. Okay. Ein Manager. Was machst du, ein Manager? Hm? Auch ich liebe ein Hornet so sehr, aber ich will nicht jedes Mal die gleiche Rolle spielen. Feuerwehrmann. Ich nehme die Traffic Cop. Mach Stacheldraht an so Zwischengänge und Reifenschlösser natürlich. Ne? Bei dem einen Bereich, wo die 6 Computer auf dem Tisch stehen, die 6 Laptops auf dem Tisch stehen, ja. Da gibt es oben so einen Schacht. Ja. Und den mache ich mal zu. Wenn die dann da dies kaputt schießen, dann hören wir das. Jetzt muss ich nur hinkriegen, da hinzukommen. Ja, doch, ich glaube, ich muss wieder aufs Dach direkt. Das machen die eh. Die gehen eben aufs Dach. Okay, Daniel oder René. Ja, safest Ding. Wer gegen beide spielt, da muss man einfach mit sowas gehen. Eigentlich müsste ich nochmal den Kack-Hornet nehmen, aber das will ich nicht. Als nächstes Mal nehme ich dann die Hecktante. Sind hier so viele Laptops und so? Ja, ne? Zumindest da in dem einen Bereich sind ganz viele. Geh direkt hoch. Piepsen bin ich gleich. Piepsen bin ich. 2 Kills gemacht. Aber einer war davon Damon. Damon und Daniel. Ja. Das war ich, sorry. Okay. Gott sei Dank, ich wusste schon nicht, wie sie das gemacht haben. So. Oh, asozial, die fliegen so ein Ding hierher. Ah, okay, die wollten, der Plan war, übers Dach alles zu regeln. Okay. Wir haben die ATMs schon alle gehackt, das war ich, das ist klar. Okay. Wir haben schon die ganzen ATMs rechts gehackt. Und bei den Juwelieren muss ich auch vorsichtig sein. Okay, ich habe hier das mal ein bisschen im Blick. Oben! Nein! Nein, scheiße! Hab ihn. Danke. Piepsen war ich. Dann hüpft er einfach rein und will sich umziehen und ich kann ihn trotzdem nicht killen. Das war so schlecht. Komm runter, aua. ATMs sind gehackt, aber noch da. Diamanten sind die Gläser kaputt. Hier unten ist Vault. Ich bin im Vault, der ist offen. Der Vault ist offen. Ja. Ich kann kaputt, ich kann da wieder zumachen. Ja, okay, ich habe Stacheldraht vorgesetzt. Der Vault unten, okay, ja, ich gehe runter. Du musst hier rüberkommen, genau. Mach die Tür schon mal zu. Ja. Vault ist wieder zu. Gut. 21.000 haben die schon.
hier in dem. Ja, die haben so einen Bildschirm gehabt. Ich weiß zwar nicht warum. Scheiße, die gehen wahrscheinlich wieder übers Dach. Und wieder über den Vault. Ich gehe unten lang. Hab Daniel, René und Sarah noch. Hier das unten ist einer. Unter der Vault. Unter der Vault. Ja, ich komme, ich komme. Und hinter dir. Ja, hier. Hast du ihn bitte? Ja, ich hab ihn. Nice. So, der Vault ist... Okay, das Vault ist... Warst du das? Ja, das war ich. Ja. Und ich repariere unsere Kameras, auch wenn es jetzt nicht ganz so viel bringt. Oh. Toll, weil wir nicht gucken. Beide bestimmt nicht. So, dann ich gucke jetzt mal Kameras. Jo. Ich mach Reifenklemmen überall dran. Sieh. Ist natürlich immer frustrierend, die letzte Person zu sein, die alles klären soll. Ja, und die haben echt nicht viel Kohle. Ja. Oh, bei den ATMs, drei ATMs, bei den drei ATMs. Wo denn? Hier unten bei den? Hauptraum. Ich glaube, ich weiß auch wer. Ja. Habe ich gesehen. Danke, Marco, super Call. Dann guckt Marco einmal in die Kameras. Ein einziges Mal in seinem alle Leben. Alle im Stich, in den ersten Sekunden werden alle getötet. Zwei Leute auf dem Dach, ich war schon in der ersten Runde direkt auf dem Dach. Als ob ich nicht weiß, dass ihr kleine Schweinchen darüber geht. Die waren verwirrt, dass sie auf dem Dach gespawnt sind. So, das ist natürlich schlecht. Okay. So, weg. Marco und ich. Marco, der Kameragucker, ey. Developer bin ich, der Anti-Hacker. Achso, okay. Die hat eine Kackwaffe, ne? Ja? Nee, hat sie nett. Nee, hat sie nett. Ja. Und die macht dann auch Piep, wenn sie was Verdächtiges sieht. Ja, ich nehme den auch. Und mache ihn direkt in den Keller. Und vielleicht aufs Dach. Ich gehe erst wieder aufs Dach. Glaubst du, jetzt wurde die so vorgewarnt hast? Ja, ja, klar. Okay. Liebsten bin ich. Okay. Das bin ich. Oh, Hacker, Hacker, Achtung. Oder? Oder war das dein D-Hacker? D-Hacker wahrscheinlich. Okay, okay. 2000, jemand war so doof und hat, das war ich, sorry. So. Piepsen war ich. Okay. So, alle meine Hacks gehackt. Stelle ich noch mein Ding in Haupteingang, mein Anti- Radar-Ding oder wie man das nennt. Jo. Ich komme jetzt auch wieder zum Spiel. Oh, warte, die Tür. Das war ich, sorry. Okay. Das war's. Das war ich. Oh, jemand hangelt sich aufs Dach. So, jetzt haben wir aber hier alles abgeriegelt. Hab René auf dem Dings, auf dem Kran gekillt. Okay, sehr gut. Hier ist es doch niemand auf dem Dach, war der auf dem Kran einfach? Das würde doch passen. Scheinbar. Hä, wo kalten die denn an? Ja. Geh mal runter in den Keller. Ja, ich versuche mal zu springen ohne Fallschaden. Nice. So, ATMs sind noch keine gehackt. Diamanten sind auch noch total in Ordnung. Piepsen bin ich. Warst du die Tür? Ja, okay. Ja, ich gehe runter in den Keller. Sieht auch noch gut aus. Du rennst? Ja, ich renne und gleich wieder Tür und piepsen bin ich. Okay. Oh, jemand fackelt. Ja, der hier ist es, glaube ich. Ja. Aber der guckt mich auch so an. So, von wegen kill mich nicht. Ja. Oh, ich machst du aus, okay. Ja. Was war das denn? Aua. Jemand snipert oben auf dem Kran wahrscheinlich wieder. Geh mal aufs Dach.
Oh, shit, da kommt man ja echt schwer hoch. Ja, aber Vorsicht, auf dem Kran könnte sein, dass jemand ballert. Ja, hast du recht. Wo bin ich denn hier? Ich bin hier in so eine Bar. Hab Käse gekillt. Jemand, okay, irgendjemand sniped halt auf dem Dach. Okay, für meine. Hab schon wieder zwei gekillt. Einer wollte da oben rein. Und aber die haben es geöffnet, oder? Ja. Da oben brennt? Ja. Ich weiß, wer es war. Ich weiß jetzt auch, wer es war. Diesmal habe ich es gesehen. Der hier? Ey, wo schießt denn jemand? Ich mache mal Feuer aus. Ich hab René oder wen auch immer gekillt. Daniel, ja. Hier unten brennt's noch. Noch Damon lebt. Das mache ich. Muss brennen. Okay, ich beobachte die Leute, wie sie laufen. Okay. Sieh noch niemanden auffälligen. Ich gehe mal in Deckung und stelle mich in Tresor und guck Kameras. Alter, die sind alle gleich gelaufen. Wenn das einer davon Damon war, dann fick dich ins Knie, ey. So. Wenn das einer Damon war, hey, der muss doch gerade hier irgendwo gespawnt sein. Das muss doch. Das ist der Erste, der anders läuft. Das ist der Erste, der anders läuft hier. Aber einer, der hat einen Sidestep gemacht, der ist es auch nicht. Hä? Kann ja auch alle drei Bots sein. Ja, ja, aber ich hätte halt. Damons geht auch sonst immer auf die ATMs. Die laufen alle gleich. Mit Damon habe ich immer das Gefühl, der macht zwar gut sich tarnen, aber der holt nicht die Sachen. Ja. So. Nee. Nein, nicht er. Also Kameras sagen gar nichts. Ja, ich habe auch zwei intelligente Kameras. Ach, die gucke ich komisch, dafür gucke ich echt wenig. Okay. Ist hier ein Pickpocket? Erstmal ein Donut essen. Die haben 2000. Ja, die von Anfang an. Der hier verhält sich seltsam. Nee, vergiss es. Hey, Alter! Der guckt sehr lange da rein. Der Grüne. Ja, sehr lange guckt er da rein. Oh, und er dreht sich auch sehr komisch. Ja. Aber wenn er wenn das jetzt nett ist, machen wir uns ganz schön lächerlich. So. Das habe ich bestimmt noch nie geschafft. Oh, er ist es nett! Was guckst du denn so, Junge? Er ist aus, ja, mein Ding auf jeden Fall kaputt gemacht. Und wieder hin. Ja, ein Tresor ist nur offen. Hier ist ein Freund von uns. Ich hab ihn, glaube ich. Oh, ATMs! Der ist bei den drei ATMs! Dann, ich nehm's zurück, Marco. Ach du Scheiße. Ah. Scheiße. Marco guckt wieder Kameras und erwischt. Marco ist einfach der Kamera-King. Ich bin wieder da. Wer hat gewonnen? Marco. Warte mal.